Sehr geehrte Damen und Herren, hohe Landesversammlung, in so schwierigen Zeiten wie jetzt freut es mich besonders, Ihnen sagen zu können, dass wir in Südtirol keine Probleme haben, dass wir in unseren Krankenhäusern keine Probleme haben, dass unsere jungen Leute eine sichere Zukunft haben, dass unsere Familien und Senioren, es fehlt ihnen einfach an nichts. Dank der weltbesten Autonomie geht es uns ja so gut. Die Beziehungen zu Rom waren nie besser. Na, das können aber sicher nicht meine Worte sein. Das ist schon mal nicht mein Zettel. Der ist ein Heilingsatzel, der gehört wohl eher enten in die Brennerstraße um mich. Na, das gehört nicht da her. Das gehört wohl eher da rein. Und leid, weil die Enten von der Brennerstraße uns das versuchen, tagtäglich einzutrichtern, heißt es noch lange nicht, dass es auch in Wirklichkeit so ist. Oder? Geht es uns so gut da? Wie sechs ist das? Geht es uns gut? Hat die Jugend eine sichere Zukunft? Was sagt ihr dazu? Ist es wirklich so? Fehlt es uns an nichts? Wie schaut es aus in der Situation mit unseren Krankenhäusern? Wir zahlen uns unsere Krankenhäuser selber, doch bestimmen dürfen wir nicht darüber. Rom schreibt uns vor, wie es in unseren Krankenhäusern ablaufen soll. Rom schreibt uns vor, wie viele Betten gestrichen werden. Rom schreibt uns vor, welche Geburtenabteilungen offen bleiben dürfen. Rom schreibt uns vor, welche Dienste überhaupt noch in welchen Krankenhäusern angeboten werden dürfen. Und wem haben wir es zu verdanken? Denen in der Brennerstraße. Wie sieht es aus mit den Familien und Senioren? Fehlt es ihnen wirklich an nichts? Immer mehr junge und auch ältere Menschen sind auf Sozialbeiträge angewiesen, weil sie mit dem eigenen Einkommen oder der Rente nicht auskommen. Ab dem Jahr 2017 gilt aber eine neue Regelung, wieder von Rom diktiert. Eine neue Berechnung, die EWE-Erklärung. Rom diktiert, was dabei berechnet wird und wie es berechnet wird. Experten warnen bereits jetzt davor, dass sehr viele Menschen durch diese neue Erklärung, sie haben bis jetzt einen Beitrag erhalten und werden aber zukünftig mit dieser Erklärung keinen Beitrag mehr erhalten. Danke, weltbeste Autonomie. Wie schaut es mit unseren Familien aus? Können die entscheiden, wie lange sie bei ihren Kindern zu Hause bleiben möchten? Nein, derzeit ist das System so gemacht, dass Eltern und besonders Mütter dahingehend gedrängt werden, so schnell wie möglich wieder in ihren Beruf zurückzukehren und die Kinder in eine Betreuungsstätte zu geben. Ja, das Ziel ist es, dass die Rentenjahre zusammenkommen. Es ist auch gut so. Für die Rente vorzusorgen ist wichtig. Doch was ist mit jenen Familien, die es sich wünschen würden, länger bei ihren Kindern bleiben zu wollen? Die werden nicht berücksichtigt. Für die ist im Moment nichts vorgesehen. Mehrmals haben wir im Landtag schon die Landesregierung darauf hingewiesen, dass sie endlich die Voraussetzungen schaffen sollen, dass auch diese Familien, diese Eltern berücksichtigt werden. Was war die Antwort der Landesregierung? Wir haben da leider keine Zuständigkeiten dafür. Hier sieht man mal wieder, wie weit unsere Autonomie reicht. Wie sieht es mit unserer Jugend aus? Die Jugendarbeitslosigkeit in Italien liegt bei 40%. Das bedeutet, dass fast jeder zweite Jugendliche ohne Arbeit dasteht. In Südtirol liegt die Arbeitslosigkeit von der Jugend bei 12%. Deshalb kommen jetzt immer mehr und mehr junge Menschen nach Südtirol, von Italien nach Südtirol, um hier eine Arbeitsstelle zu suchen. Das hat auch das Arbeitsamt vor wenigen Tagen bekannt gegeben. Doch was haben sie noch festgestellt? Dass diese neuen Mitarbeiter alle nur die italienische Sprache können. Deutsch können sie nicht. Das bedeutet, dass wir in Zukunft noch öfter auf unsere Muttersprache verzichten müssen,
Auch wenn wir nur in ein Geschäft reingehen, in einem Büro vielleicht eine Auskunft brauchen. Wir müssen unsere Muttersprache zurückstecken und müssen uns in Italienisch unterhalten. Wie sieht es überhaupt aus mit der Zweisprachigkeit? In diesem Jahr haben wir im Südtiroler Landtag über 60 Beschwerden in Bezug auf die Zweisprachigkeitsverletzungen eingereicht. Viele von diesen Beschwerden haben Bürger auch an uns herangetragen und wir haben sie dann in den Südtiroler Landtag vorgebracht. Es ist wichtig, dass wenn auch euch solche Sachen passieren, dass wenn ihr von Fällen wisst, wo die Zweisprachigkeit verletzt wird, dass ihr die an uns weiterleitet, dass wir sie dann behandeln können und an die richtige Ort und Stelle weiterleiten können. Dazu haben wir auch Gespräche im Gericht geführt, wir waren bei der Questur und wir haben sogar einen Rekurs gegen die Post eingeleitet. Was kam unter dem Strich heraus? Die Autonomie ist zu schwach. Entweder Bestimmungen werden nicht zur Gänze umgesetzt oder man findet immer wieder Lücken, dass man diese Zweisprachigkeitspflicht umgehen kann. Unsere Muttersprache ist unser höchstes Gut. Wir müssen darauf achten, sie zu erhalten. Denn unsere Muttersprache gibt uns unsere Identität. Unsere Muttersprache beweist, dass wir keine Italiener sind. Nein, wir haben einen Tiroler Dialekt. Wir sind eine österreichische Minderheit, die seit Jahrzehnten in diesem italienischen Staat gefangen gehalten wird. Und unsere Muttersprache ist wie eine Visitenkarte, ein Ausweis für uns, dass wir keine Italiener sind. Jetzt möchte ich zu einem anderen Thema kommen, zur Verfassungsreform. Genauso eine Gefahr für uns. Die in der Brennerstraße wollen uns jetzt schon seit Wochen weismachen, dass es wichtig ist, Ja dazu zu sagen, nur weil sie in Romunden Ja dazu gesagt haben. Ja, sie sprechen sogar davon, dass diese Verfassungsreform eine Bereicherung für Südtirol sein soll, für die Autonomie sogar noch eine Besserung sein soll. Nein, wir haben selbst einen Kopf zum Denken. Wir können uns das selber anschauen. Für euch haben wir es hier in dieser Broschüre verständlich zusammengefasst. Deshalb ist es wichtig, dass am 4. Dezember mit Nein gestimmt wird. Denn diese Verfassungsreform ist absolut zentralistisch. Und was bedeutet das? Den Tod für Regionen mit Sonderstatut, wie wir es sind. Wie ihr seht, gibt es viel zu tun für uns. Wir müssen ständig auf der Hut sein, dass man uns unsere Tiroler Wurzeln nicht wegreißt. Solange wir bei Italien sind, müssen wir vorsichtig sein und uns vor Rom schützen. Doch nicht nur vor Rom müssen wir uns schützen, sondern auch vor denen in der Brennerstraße. Denn die sind mittlerweile zu den Handlangern Roms geworden. Und die werden so lange tun, bis wir eine stinknormale italienische Provinz sind. Doch so schnell lassen wir uns nicht italienisieren. Wir müssen uns wehren. Wir müssen uns schützen. Doch wie können wir uns schützen? Können wir uns überhaupt schützen? Was können wir tun dagegen? Können wir überhaupt etwas dagegen tun, gegen diese Entwicklungen? Ja, natürlich können wir. Unbedingt, jeder von uns kann etwas tun. Es ist auch wichtig, dass sich jeder dafür einsetzt und aktiv ist. Und was können wir tun? Machen wir von unseren Rechten Gebrauch. Doch bei alledem müssen wir auch vorsichtig sein, dass wir unser Hauptziel nicht vor Augen verlieren. Unser Hauptziel, die Freiheit für Südtirol. Auch hier kann jeder seinen Beitrag leisten, um da etwas voranzubringen. Ich möchte jetzt ein wenig in die Vergangenheit schweifen, in die Zeit unserer Großeltern oder vielleicht sogar Urgroßeltern. Es war eine schwierige Zeit. Es ist nicht lange her gewesen, dass der südliche Teil Tirols von den anderen Landesteilen getrennt wurde. Plötzlich gehörte man zu einem fremden Staat. Plötzlich herrschten neue Sitten, neue Regeln. Das Leben wurde eigentlich unerträglich.
Doch trotz dieser Verbote, trotz dieser Strafen und trotz dieser Vertreibungen haben sie nie aufgegeben. Sie hatten nicht viel, doch sie klammerten sich an das, was ihnen Kraft gab. Für die einen war es der christliche Glaube, für die anderen war es die Familie und für wieder andere war es vielleicht der Hof, der von Generation zu Generation weitergegeben wurde und von dem sie jetzt vertrieben werden sollten. Doch sie waren stark verwurzelt in Heimat und in den Werten. Sie hatten einen gemeinsamen Wunsch, die Freiheit Südtirols. Sie hatten einen Wunsch, sie hatten ein Ziel. Sie hatten ein Ziel vor Augen, für das es sich lohnt zu kämpfen. Und sie hatten noch etwas Wichtiges. Sie hatten die Hoffnung. Und sie haben die Hoffnung, dass dieser Wunsch, dieses Ziel wahr werden würde, nie aufgegeben. Und nun, heute stehen wir hier, halten fest an den Dingen, die uns Halt geben, sind stark verwurzelt mit unserer Heimat und unseren Werten, mit einem gemeinsamen Wunsch, einem Ziel vor Augen, für das es sich lohnt, sich einzusetzen und zu kämpfen. Und die Hoffnung, dass dieser Wunsch, dieses Ziel wahr werden würde, werden wir nie aufgeben. Freiheit für Südtirol!